Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Pokepark 2, die Dimension der Wünsche. Ja, Part Nummer 23. Was war das eben, Serpifeu? Was ist los mit dir? Und ja, im letzten Part haben wir einen halbwegs traurigen Moment erlebt gehabt, wo Pikachu seiner Freundschaft beraubt wurde. Von seinen anderen Freunden, um die wir uns jetzt hier sozusagen wieder gekümmert haben, sind wieder komplett. Alles wunderbar. Serpifeu ist da, Floink und Otaro. Und da hinten brennt's. Und wir werden jetzt wohl wieder in den, ja, in den Pokepark müssen. Und dann werden wir es einfach mal tun. Manchmal muss man noch ganz kurz was gucken, weil es hieß ja irgendwie, dass die wie steckt der versteckt? Sag doch mal schnell hier. Ich vergesse wieder die Namen hier alle. Genau, dass hier die trifft Zeppeli hier nicht mehr fliegen wollen, gell? Aber wir haben uns inzwischen ein wenig an die Strömung des Windes gewöhnt. Also, jetzt können wir auf einmal wieder, ja. Weil ich würde nämlich schon mal ganz kurz ein paar Sachen machen, wo ich auf jeden Fall mir noch merken konnte. Damit ich die auch noch holen kann schnell. Und zwar einmal in der Gezeitenufer, gell? Ja. Wo ich ja noch eine Feder hatte, wo ich ja mit Ding dran muss. Mit Serpifeu. Also hier gibt es auch wirklich bei jeder Szene ein so ein Flug. Also wo halt dann wirklich so speziell aussieht. Man kann es dann wohl erst wegdrücken, wenn man es ein zweites Mal macht. Also müsste man sich sozusagen überall einmal hin hingeportet haben, sage ich mal, oder hingeflogen, besser gesagt. Hingeflogen sein, damit man halt die verschiedenen Kameraschwenks sieht, in dem Sinne. Aber fällt mir halt nur auf, weil man es halt nicht wegdrücken kann. Also einfach. So. So, das habe ich vorhin. Dann holst du ja eben auch mal schnell hier die eine Feder. Kann natürlich auch sein, dass wir da vielleicht später drauf aufmerksam gemacht werden müssen. Was ist da ganz oben? Ah, okay. Na gut. Was? Ach so, ich sehe auf der Karte. Da ist ja extra. Ja, okay. Es gibt schon noch so ein paar Sachen, die man eigentlich schon längst hätte machen können. Sage ich mal. Und was haben wir jetzt da drin, Feines? Ah, okay, ist auch noch so ein Schrein. Okay, gut. Und da ist auch nochmal eine Feder. Dann wird es wohl vielleicht was mit der Geschichte zu tun haben, dass wir die verschiedenen Schreine hier besuchen müssen. Denke ich mal. Ja gut, dann. Ja, dann werde ich einfach mal weitergehen. Ich gucke einfach mal. Vielleicht heißt es ja dann vielleicht irgendwie so, ja, Darkrai ist zu stark. Und wir müssen uns dann hier. Ja, die Hilfe von Boreos und wie heißen sie noch alle? Also diese drei, ja, Himmelsgeister-Pokémon, keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. So, lass uns immer noch wechseln hier. Flirten ist ein bisschen langsam. Komm, Pikachu weiter. Dann können wir ja gemütlich in, wobei, wo will ich überhaupt hinfliegen, frage ich mich gerade. Wir müssen ja in den, warte mal. Wenn wir wieder in den Palast müssen, dann können wir ja einfach direkt. Oh, sorry, Mozi. Dann können wir doch einfach von. Ja, ich sehe ja unten noch einen Pfeil. Dann können wir ja durch jedes Portal jetzt dorthin kommen, oder nicht? Wenn ich das mal so am Überlegen bin. Muss ich das wieder erst öffnen, oder was? Ja, gut, okay. Von mir aus. Da. Könnte es ruhig offen lassen, so in dem Sinne. Oder vielleicht muss man es ja hinterher noch mal einmal aufmachen, damit es halt offen bleibt oder auch nicht. Werden wir ja merken. Wir werden es ja merken. Oder einfach nur dafür gedacht, dass man dann noch mal sieht, was alles an Pokémon hier zusammen tanzt. Alter. Dass das Spiel noch flüssig läuft bei der Menge. Krass. Das sind halt echt übertrieben viele, muss man echt dazu sagen. Ja, und instant voll. Aber gar nicht groß anstrengen müssen. Ich schüttel schon gar nicht mehr. Eieiei. 10.250, okay.
Ja, das kann man ja überspringen. Das ist ja nur, wie die Tür sich öffnet. Also die Dimension der Öffnung. Haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Ja, also hier können wir dann jederzeit von allen Seiten aus rein. Okay. Ich denke mal, je nachdem, in welchem Gebiet wir sind, ändert sich dann auch die Musik so ein bisschen. Ich muss mal ganz kurz ausprobieren. Ich meine, wir haben ja Zeit, wir müssen uns ja nicht super krass beeilen, wenn ich hier lang laufe. Ja. Dann ändert sich die Musik auch gleich wieder. Alles klar. Okay. So eine dynamische Musik ist immer schön. Je nachdem, wo man halt gerade rumrennt. So, Darkrai, ich habe meine Freunde wieder. Und nun? Ja. Bin ich jetzt mal gespannt. Nicht streiten, wir müssen uns hier um Darkrai kümmern. Diese Musik ist nach wie vor klasse hier. Wie gesagt, das ist halt wirklich so. Oh, hier sitzt er auf dem Thron, okay. Aber hinten dran scheint es noch irgendwie weiterzugehen oder so. Na, Darkrai, hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt hier nochmal auftauchen würde, denke ich mal. Darkrai ist halt einfach das perfekte Pokémon dafür. Du hast tatsächlich meinen Bann gebrochen. So stark sind also die Bande zwischen euch. Ich werde euch wohl mit Gewalt niederringen müssen. Okay, direkt Kampf. Okay, alles klar. Oder es gibt noch eine höhere Macht als ihn. Wäre vielleicht auch interessant. Ja, wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen. Worauf wartest du? Komm nur. Besiege Darkrai. Oh, okay, teleportiert sich. Ich will natürlich wieder erstmal gucken, was alles kann. Klar. Okay, also er stößt und macht einen Nahkampf. Aber gut, da kann er vielleicht noch ein bisschen mehr machen, wenn er. Wenn er ein paar Leben verloren hat. Das hat man ja schon bei den anderen gesehen. Ui. Ausweichen. Wenn es geht, möglichst ohne Schaden, gell? Irgendwie kommt mir so vor, als ob er noch nicht so wirklich, ja, gefährlich ist in dem Sinne. Kann ich auch sagen, dass wir mit Pikachu zu stark sind in dem Sinne, aber vielleicht denke ich wieder zu viel drüber nach, weil es immer noch ein Pokémon-Spiel ist in dem Sinne. Na. Und besiegt. Na, Darkrai, das war jetzt nicht unbedingt jetzt das Beste, was du drauf hast, würde ich mal sagen. Oder hast du noch einen Affenärmel? Oh, okay. Ich hab nichts gesagt. Das war ein Witz. Alter. Okay, ich habe gedacht, der bleibt leuchten, aber. Wow. Okay. Okay, Darkrai, alles wird wieder gut. Ich habe nur Spaß gemacht. Ich habe wirklich nur Spaß gemacht. Uiui. Wie so ein Bowser-Kampf, so ein bisschen, wie man es von Mario gewohnt ist. Okay. Oh. Okay, man sollte wohl ausweichen. Okay, man kann ja auch im Nahkampf angreifen. Ui. Ich sollte trotzdem aufpassen. Uiui. Also hätte ich mich vielleicht an den Rand stellen sollen. Ja, okay. An den Rand stellen. Drüber springen geht nämlich schlecht. Wow.
Also ich finde den Bosskampf gerade richtig beeindruckend. Also auch, dass er jetzt mal mehr als nur 2-3 Attacken kann. Na, Achtung. Laserstrahl. Eieiei. Mehr sowas. Ich lieb sowas. Achtung. Eieiei. Aber gut, dann ist der Kampf auf jeden Fall nicht langweilig. So, die Schockwellen. Okay, da wurde ich einmal getroffen, aber sollte trotzdem passen. Und besiegt. Alles klar. Alles klar. Noch mehr? Okay, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, wer jetzt noch eine Form gehabt hätte, das wäre beeindruckend. Wäre schön gewesen, aber auch gleichzeitig auch übertrieben irgendwo. Ja gut, es war jetzt nicht wirklich schwer. Klar, wie beim Pikachu ist eh maximal ausgestattet mit Fähigkeiten. Ich glaube, wenn wir nicht trainiert hätten, wäre es vermutlich schwieriger gewesen. Mein Traum. Vor einer Welt, in der alle Pokémon für immer und ewig nur spielen. Warum funkt ihr mir dazwischen? Meister! Meister, eine Katastrophe sucht den Wunschpark heim. Was ist? Ist etwas passiert? Wir sollen auch nachsehen gehen. Wir sollten auch nächste nachsehen gehen. Der Krei hat davon nicht mal was mitbekommen, oder was? Ich möchte mal ganz kurz hier nach oben hingehen. Wie es hier oben aussieht. Okay, das ist einfach nur... Hä? Der Ort strahlt eine seltsame Atmosphäre aus. Achso, also es scheint noch für irgendwas wichtig zu sein, aber wir haben noch keine Ahnung. Okay, alles klar. Was ist, wäre dieses ganze Ding da hinten ja unnötig. Weiß von der Karte ja auch. Go, 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 Pikachu. Guck, was los ist. Stimmt ja. Ist ja nicht an sich Darkrai das Problem, sondern dieser Wirbel ja selbst. Auf jeden Fall ein Bosskampf, der mir gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Zwar klar, Pokepark V-Style auf der leichten Seite, aber trotzdem gut. Ui, okay. Ja gut, im Wunschpark ist es bestimmt noch ein bisschen größer als... Oh ne, da löst sich ja schon was auf. Oh. Zyto. Na, Zytomeka, hast du das analysiert? Das Game wird immer besser. Man bekämpft einen Final Boss, mehr oder minder, und ist keiner. Aber klar, sonst wären ja diese Schreine ja für nichts gut, gell? Die wir gesehen haben. Tag allerseits. Sieht sich das einer an? Kaum lässt man sich hier eine Weile lang nicht blicken, bricht auch schon das totale Chaos aus. Geht es allen gut? Das nachtschwarze Loch beginnt nun auch den Pokepark zu verschlucken. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis beide Welten im Nichts verschwinden. Oh nein! Sag das nicht wahr ist! Es gibt nichts, das wir tun können? Hehe. Quizfrage. Was wäre das Universum ohne unsere beiden Welten? Ganz recht, langweilig, das wäre es. Aber keine Panik. Ich habe hier etwas, mit dem sich das Schlimmste verhindern lässt. Okay, eine Kugel. Hat sich gerade Zytomeka im Innern mit sich selbst gedreht, oder was? Okay, keine Ahnung. Schöne Animation. Dieses Material stellt den Höhepunkt meiner erfinderischen Schaffens dar. Ich habe es auf den schönen Namen Lichtpolariton getauft. Mit ihm sollte es uns möglich sein, den Sog des nachtschwarzen Lochs zu neutralisieren. Wow, und wie stellen wir das an? Zunächst einmal müssen wir alle vier Wunschglocken auf einmal läuten. Die Überlagerung der Schallwellen sollte dazu führen, dass das Lichtpolariton, ich weiß auch nicht, warum ich mir diesen Namen ausgedacht habe, ich kann ihn mir selbst nicht merken, zu glühen beginnt. Danach ist etwas Einsatz gefragt. Es muss sich nämlich einer von euch das Lichtpolariton schnappen und sich mit ihm kopfüber in das nachtschwarze Loch stürzen. Okay.
Gelingt euch dies, nehmen Raum und Zeit wieder ihren Urzustand an und auch das nachtschwarze Loch sollte wieder verschwinden. Warum warten wir dann noch? Lass uns tun. Nicht so schnell. Was geschieht nur mit dem, der sich in das nachtschwarze Loch stürzt? Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses unglückliche Held unversehrt wieder zurückkehrt, geht gegen Null. Eine sprichwörtliche Reise ohne Rückkehr. Pikachu? Okay, Pikachu ist entschlossen. Ich weiß, die Aussichten sehen wenig rosig aus, aber uns bleibt keine Wahl. Wir müssen den Pokerpark retten. Teilen wir uns zunächst einmal auf, um die Wunschglocken zu läuten. Ich kümmere mich um die Glocke in der Naschzone. Da kann ich ein bisschen naschen nebenbei. Dann übernehme ich die Krautzone. Ich läute die Glocke in der Duellzone. Pikachu, kümmere dich bitte um die Glocke in der Wunderzone. Jetzt heißt es zusammenhalten. Hier ist Teamwork gefragt. Gib dich auf, Freunde! Ich kriege echt die Stimme nicht mehr hin. Schlimm. Gut, los geht's. Lass es uns tun. Na, Plinfer? Zeig mir, was du kannst. Läute die Wunschglocke in der Wunderzone. Hab ich vor. Zyto. Wenn uns irgendjemand retten kann, dann ihr. Du könntest ja mithelfen. Ich meine doch nur. Da. Ja, okay. Also... wir opfern uns sozusagen, ist wieder wie, oder was? Hört sich nicht gut an. Aber gut. In Ordnung, Freunde. Pikachu gibt vor, wann wir die Glocke läuten. Pikachu! Läute die Wunschglocke. Jeder soll sie hören können. Na gut, wir kein Timing, einfach nur läuten? Okay. Ah. Auch schön gemacht mit der Kamera. Wirklich, dass das Loch dann in der Mitte trotzdem noch zu sehen ist. Nanu, wo ist Otaro? Will Otaro sich opfern, oder was? Ah ne, der war ja in der Nähe da, gell? Und da geht Eschnatol hin. Schneller, Otaro! Schneller! Ich weiß, dass ich hier nicht unbedingt jetzt die schnellste Geschwindigkeit gegeben habe. Halt ihn fest! Oder nehmt die Kugel mit. Nehmt gleich die Kugel mit. Wenn ihr schon reingezogen werdet. Ja, halt doch fest. Otaro? Nein! Und jetzt sind unsere Freunde auf. Dann müssen wir ja sowieso dann jetzt noch rein, oder? Alter. Nein! Pikachu weiß, dass er eh noch mit rein muss, gell? Es war nie meine Absicht, eine Welt wie diese zu erschaffen. Oder opfert sich jetzt Darkrai? Vergeb mir. Alter, ich hab grad so Gänsehaut gerade, das glaubt ihr nicht. Wie so ein Spiel sowas zustande kriegt.
Und das sind sie wieder alle. Also Leute, ich kann euch echt sagen, absolut underrated Pokémon-Spiel. Also wer das Spiel noch nie gespielt hat, der muss das unbedingt selbst mal gespielt haben. Muss ich echt sagen. Ja, okay, durch. Wir haben es durch. Aber geht's danach noch weiter, ist natürlich die Frage. Oder ob das dann wirklich durch ist. Das ist halt immer so die Sache. Man weiß es halt immer erst nach dem Abspann. Ach, seht ihr das gerade? Die Pokémon, die ich nicht habe, die sind noch... Die sind noch dunkel. Ja, im Hintergrund ist auch noch das eine andere legendäre Pokémon. Da fehlen uns ja noch einiges. Eieiei. Ja gut, da haben wir im Stream auf jeden Fall was zu tun, würde ich mal sagen. Jetzt mal so richtig. Und vielleicht kriegen wir dann im Stream vielleicht noch ein zweites Ende in dem Sinne. Weil ist ja jetzt natürlich auch die Frage, was ist mit Darkrai? Seht ihr Leute, das ist... Und man kann sogar die eigentlichen, in Anführungszeichen, Bösewichte kann man auch zum Freund bekommen. Ja, da haben wir einige Pokémon noch nicht geholt. Da fehlt noch wirklich viel. Gefühlt gerade mal die Hälfte. Also wie gesagt, Leute, super Spiel. Sehr, sehr schöne Musik. Für Wii-Verhältnisse auch sehr, sehr schöne Grafik. Und für einen Pokémon-Fan ist es ein Muss. Das Game ist einfach ein Muss für einen Pokémon-Fan. Selbst wenn man nur die Main-Pokémon-Games spielt. Man sollte dieses Game nicht unterschätzen, nur weil es auf der Wii ist. Ich bin gerade richtig baff, weil das Spiel einfach mal so viel besser ist als der erste Teil. Aber so richtig. Es gab zwar nicht so viele Minispiele generell, muss man so sagen. Also der erste Teil war ja wirklich mehr auf Minispiele aufgebaut. Eine kleine Wattzapf. Ich bin hin und weg von dem Game, absolut. Hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. Also man muss es wirklich so überlegen, wenn man den ersten Teil gespielt hat und man denkt sich, naja gut, zweiter Teil wird vermutlich so ähnlich sein. So ein bisschen, vielleicht auch wieder so eine kleine Untergangsstimmung, ist ja auch beim ersten Teil so gewesen. Aber dass man halt dann einfach nur mehr mit Pikachu oder halt mit seinen Freunden halt rumrennt, Minispiele löst, Sachen einsammelt und dann ist es fertig. Aber das Game hier, das hat es einfach mal getoppt. Ich will den dritten Teil haben. Ich will den dritten Teil haben. Selbst wenn ich alle Pokémon nochmal neu lernen muss, ich will den dritten Teil haben. Game Freak sollte sich wirklich mal überlegen, dass sie da neben den Main-Pokémon auch mal wieder so ein Story-Game bringen. Was nicht unbedingt jetzt mit Pokémon fangen zu tun hat. Muss nicht unbedingt Poképark sein, aber halt so ein Game in die Richtung. Oder was meint ihr? Jetzt mal ohne Witz. Überall fehlen mir noch Pokémon. Aber es kann ja noch nicht vorbei sein eigentlich. Wie gesagt, da fehlen noch diese drei, Himmel-Pokémon, sage ich einfach jetzt mal. Boreos und Co. Wir werden es ja gleich sehen, ob das Game sagt, ob es schon durch ist oder ob man vielleicht danach noch was machen muss. Weil da muss ich natürlich selbst noch gucken, ob ich das dann im Stream mache oder ob ich halt wirklich hingehe und es halt dann, dass ich noch ein paar Parts mache. Das ist so der Gedanke gerade bei mir. Oder das sind die ganzen Evoli-Evolutionen, die mir auch noch fehlen. Aquan habe ich auch noch nicht geholt, gell? Und man könnte Darkrai dann auch noch zum Freund kriegen. Ja, das ist noch nicht vorbei. Das ist noch nicht vorbei. Gerade mal ein Jahr für das Spiel. Muss ich mal vorstellen. Wie ist denn bisher im Verlauf? Natürlich möchte ich speichern. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt noch kommt.
Ja, sag ich schon, ist noch nicht vorbei. Da kommt noch was. Schwarze Loch besiegt und... Was geht ab mit euch? Endlich ist der Fall gelöst. Und was machen wir jetzt? Ich will am Turnier der Kämpfe im Felsenbezirk teilnehmen. Jetzt, wo sich alles wieder etwas beruhigt hat, dauert es bestimmt nicht mehr lange. Bis der Startschuss für das nächste Turnier fällt. Ich brenne förmlich darauf, herauszufinden, wie viel stärker ich geworden bin. Ich wüsste ja zu gerne, wie die Lage im Wunschpark aussieht. Das Nachtschwarze Loch hat dort für einiges an Verwüstung gesorgt. Aber wie man hört, wurden zumindest die Spiele inzwischen wieder für die Öffentlichkeit freigegeben. Ich wäre dafür, dass wir einfach mal dort vorbeischauen. Und was hast du vor, Flinfa? Ich habe schon genug Zeit im Wunschpark verbracht. Ich möchte ab jetzt möchte ich mir ein bisschen im Pokepark, mich im Pokepark umsehen. Ich bin jederzeit bereit zur Abreise. Aber keine Sorge, ab und zu werde ich mich bestimmt auch in der Hafenstadt blicken lassen. Also dann, mach's gut. Ich bin auch schon neugierig darauf zu sehen, was im Wunschpark los ist. Und am Turnier der Kämpfe will ich ebenfalls unbedingt teilnehmen. Pikachu, du entscheidest, was wir zuerst machen. Okay. Es ist noch lang nicht vorbei, das Game. Ja, sollen wir jetzt mal kurz in den Wunschpark vorbeigucken, wenn wir schon mal dabei sind? Ich meine, der Pfeil zeigt gerade jetzt in die Richtung. Gucken wir einfach mal. Ich meine, noch ein bisschen Zeit haben wir ja. Man muss sich ja nicht stressen hier. Vor allem, wie viele Pokémon noch fehlen. Und auch die Secrets und alles noch. Also ich gehe jetzt einfach mal in den Wunschpark, guck, was da Sache ist. Und wenn es dann heißt jetzt hier, oh, wir wollen den Wunschpark wieder aufbauen, dann würde ich es natürlich auch gerne im Let's Play machen. So. Wie gesagt, Freundschaften und Co. ignoriere ich jetzt erst einmal, weil ich halt mir nicht so sicher bin, ob ich die jetzt alles sofort machen sollte. Weil ich mir das ja, wie gesagt, ich habe mir das ja für einen Stream auf... Ach, man kann von hier aus schon Minispiele spielen oder was? Ich muss ganz kurz gucken. Weil ich möchte jetzt nicht unbedingt jetzt noch ein Minispiel spielen, sondern einfach nur... Ja, ich hätte eher in den Pokepark reingehen sollen. In den Wunschpark, besser gesagt. Aber wenn man halt das als Abkürzung nehmen kann, dass man sozusagen das Minispiel auch von der Tür aus spielen kann. Ah, nee. Ja, okay. Alles klar, das ist das hier. Gut, kann ich dich wegdrücken? Aber warum sollte ich jetzt da die Bestleistung überbieten? Ich meine, klar, ich kann jetzt hier, wenn ich noch mehr Freunde habe, könnte ich natürlich jetzt noch mehr Punkte holen. Aber was bringt das einem? Außer vielleicht ein bisschen auf Score. Aber das hätte dann am Ende doch eh ein Maximum, oder nicht? Ich meine, ich mal jetzt gerade überlegen bin. Ich meine halt nur. Ich schüttel übrigens mal gerade die ganze Zeit, weil ich mal ausprobieren will, ob sich das jetzt nur an der Leiste bemerkbar macht oder halt, wie lange man schüttelt? Ah, okay. Man muss auch schon die ganze Zeit schütteln. Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin von 10.000 einfach mal auf 41.000 gekommen. Und das Ganze war noch mit Sternchen versehen. Okay. Ja gut, das mit der Tür kennen wir schon. Deswegen steht ja auch gewohnt da überspringen. Ja gut, dann ist es ja doch ein Highscore, weil man halt die ganze Zeit schütteln muss. Dass man dann halt, je nachdem wie schnell man schüttelt, umso höher ist dann, sind dann die Punktzahlen. Ah, es ist auch hier andere Musik. Hier ist einfach immer was los. Und die Pokémon sind jetzt auch wieder hier und einfach belebt. Ja, jetzt ist es auf einmal doch ein schöner Ort. Jetzt müssen wir nur noch Darkrai irgendwie wieder finden, zurückholen. Ich meine, es wäre ja nicht als Freund angezeigt. Ich tanze einfach nicht gut genug. Ich bin hier, um mich ein wenig zu vergnügen. Voll traurig jetzt. Dass er nicht mal spielen kann. Und die könnten wir jetzt dann auch alle zu Freunde kriegen, denke ich mal. Ich bin gerade echt am überlegen, wie weit ich halt jetzt noch im Let's Play hier spiele, bevor ich sage, dass ich das Ganze halt als Stream weitermache. Die Musik ist wirklich schön hier. Also das ist auch ein anderer Eingang von der... vom Pokepark, Wunschpark und Co. Ich geh mal in die Mitte. Ich guck einfach mal. Ihr schon wieder? Was wollt ihr noch hier? Warum seid ihr denn so geladen? Wir sind hier, weil wir wissen wollen, wie die Dinge bei euch so stehen.
Wie sollen die Dinge schon stehen? Dank euch ist es hier wie leergefegt. Aber Eschnatoll und die anderen tun alles, was in ihrer Macht steht, um wieder Leben in die Bude zu bringen. Nur damit ihr es wisst, diesmal dürfen alle Pokémon kommen und gehen, wann sie wollen. Von den Wunschglocken lassen wir natürlich auch die Finger, Ehrenwort. Na schön, wenn das so ist, habt ihr unseren Segen. Aber ich will ganz ehrlich sein, wir haben uns alle ein wenig Sorgen um euch gemacht. Wir dachten, ihr seid vielleicht ein bisschen traurig. Hä? Was ist los? Warum sagt ihr denn nichts? Mobitesse macht uns allen große Sorgen. Sie weigert sich, den Wunschpalast zu verlassen. Niemand von uns hat sie jemals so traurig erlebt. Mobitesse, wartet darauf, dass Darkrai, unser Meister, zurückkehrt. Eine andere Erklärung gibt es für ihr Verhalten nicht. Verstehe. Dann ist Darkrai also nicht aus dem nachtschwarzen Loch zurückgekehrt. Na gut. Dann gibt es nur eins, was wir tun können. Und was soll das sein? Ist doch klar, wir müssen uns auf die Suche nach Darkrai begeben. Was? Aber ja, eine tolle Idee, Otaro. Schließlich war es ja am Ende Darkrai, der den Pokepark rettet hat. Meine Unterstützung habt ihr. Für Abenteuer bin ich immer zu haben. Meint ihr das ernst? Ihr wollt wirklich Meister Darkrai zurückholen? Aber wie wollt ihr unseren Meister retten, wenn er zusammen mit dem nachtschwarzen Loch verschwunden ist? Du hast recht. Daran habe ich gar nicht gedacht. Vorschläge? Du machst mir vielleicht Spaß. Erst kündigst du hier lauthals an, du würdest Darkrai retten, und dann stellst du sich heraus, dass du keinen blassen Schimmer hast, wie du das überhaupt anstellen willst. Ich würde vorschlagen, wir fragen die Bezirksmeister um Rat. Vielleicht wissen Serfie Royal, Admurai oder Flampirix ja, ob es schon mal ein Pokémon gelungen ist, aus dem nachtschwarzen Loch wieder zurückzukehren. Also ist das Spiel noch lange nicht vorbei. Wir müssen. Ja, das ist dann unser Ziel, dass wir Darkrai retten. Genau. Erst besiegen und dann retten. Aber gut, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich hoffe, er hat euch sehr gefallen. Mir hat er auf jeden Fall gefallen. Ich bedanke mich schon wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Pokepark 2, die Dimension der Wünsche, sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.